Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Der Franz-Kleine-Park in unmittelbarer Nähe der Innenstadt, idyllisch gelegen zwischen Pflaumengraben und Heder, hatte die Stadt erst vor 3 Jahren von Grund auf neu gestalten lassen. Aus dem eintönigen, verwahrlosten Gelände, an Tristesse kaum zu überbieten, wurde nach einhelligem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses des Rates eine parkähnliche Fläche gestaltet, die ihren Namen nunmehr verdient. Mit Blick auf die französische Partnerstadt Belleville trägt die große Spielfläche den entsprechenden Namen. Hier treffen sich regelmäßig Freunde des Poolspiels. Der neue Franz-Kleine-Park gibt für größere Veranstaltungen wie für den mittelalterlichen Markt die passende Kulisse ab. Zum sogenannten Nulltarif war das alles nicht zu haben, mussten doch rund 300.000 Euro aus dem Stadt- bzw. Steuersäckel entnommen werden. Dabei wird es jedoch leider nicht bleiben, denn es müssen weitere Steuermittel aufgebracht werden, um die hässlichen Flecken, die dem Franz-Kleine-Park mittlerweile zugefügt wurden, zu entfernen. Strafanzeige gegen den oder die Täter ist gestellt. In Erwägung könnte auch eine Videoüberwachung des Franz-Kleine-Parkes gezogen werden, damit der nicht wieder zu einem Ort der Trostlosigkeit verkommt. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.